Klimabimmer lacht sich über deutsche Warmduscher schlapp. Kaum hat Wirtschaftsminister die Deutsche zu Energiesparen aufgerufen und gesagt, dass man mit kürzer Duschen und etwas reduzierter Raumtemperatur viel russisches Gas einsparen kann, haben sich erste Bedenkenträger gemeldet und meinen, das kann man deutschen Menschen nicht vorschreiben. Als nächste Lektion für deutsche Warmduscher hat Wladimir diese Woche Gashahn schon zur Hälfte zugedreht. Er wird nicht lange warten, bis als nächste Lektion für deutsche Weicheier Gashahn mal kurzfristig oder mal ganz zugedreht wird. Wladimir wird sich über die Empörung nicht eingehaltener Gaslieferverträge sehr vergnügen. Er wird europäische Bürokraten, Faschisten und Wohlstandsverwöhnten noch zeigen. Von Sowjetmenschen lernen heißt Siegen lernen.